welche Karten du jetzt kaufen kannst, um Coins zu machen. Mein Prime Gaming Pack, mein Icon Pack und natürlich, wir lassen die letzten 4 Tage, wo ich in Urlaub war, nochmal Revue passieren. Servus, grüße und hallo zu einer weiteren Folge Trade to Glory hier auf meinem Kanal. Danke für den ganzen Support in den letzten Wochen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ihr werdet es nicht bereuen, denn so ermöglicht ihr mir das, dass ich diesen kostenlosen Trading-Content auch weiterhin für euch anbieten darf. Letztes Video war am Samstag, dazwischen hatte ich 4 wundervolle Tage in Österreich. Danke, dass ihr mich nicht vergessen habt. Ihr habt gesehen, welche Karten ich auf meine Liste gepackt habe. Es war eine, so eine Kombination aus überteuert Verkaufen-Liste, also UV-Liste und im Hinblick auch auf ein bisschen so Investment-Liste, um eben auf diese Icon-SPC, die gestern Abend kam, da auch euch ein bisschen vorzubereiten. Also wer eingekauft hat, GG, ich denke mal, ihr solltet Scoot-Coins gemacht haben, gerne in die Kommentare rein, bei wem es gut geklappt hat, checkt die letzten Videos auch nochmal aus. Solche Videos kriegt ihr dann in den nächsten Tagen natürlich wieder, wenn irgendwas ansteht. Ich habe für meinen Teil, ihr seht jetzt hier, 84er laufen bei mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ich werde nicht müde, euch darauf hinzuweisen. Packt euch die 84er auf die Liste. Sind momentan noch sehr, sehr günstig. Bei den 85, 86 und 87er in Höhe seht ihr, mein Futter geht schön raus. Auch die Spezialkarten verkaufen sich gut. Bis sehr, sehr gut. Ich konnte gestern und ich habe gestern einfach im Garten gestern eine wunderschöne Wanderung auf die Olperer Hütte. Habe ich nicht nachgekauft und ich habe jetzt noch ein paar Karten nachgekauft und ich zeige euch jetzt auch gleich, welche Karten ihr nachkaufen könnt. Aber vorab, ich bin schon mega nervös, möchte natürlich erstmal meine Packs aufmachen. Mein Prime Gaming Pack, mein Icon Pack und natürlich auch mein, ja, meine Listen dann zeigen, die ich für euch vorbereitet habe. So, was gehen wir erst rein? Gehen wir erst in dieses Prime Gaming Pack natürlich rein. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe es einfach mal abgeholt. Schauen wir es uns gemeinsam an. Wir erwarten natürlich, wie auch bei dem Icon Pack, nichts. Ich habe es einfach aus content-technischen Gründen gemacht. Ich will mich dieses Jahr belohnen. Ja, alles mitnehmen, was geht. Sowieso immer schon grundsätzlich schönes Motto. Oh, ein Papier gezogen. Und Chiamini, geht im Low-Budget-Bereich UV sehr, sehr gut. 1 von 4 Spieler-Picks, 84er Rating. Ja, das nehmen wir mal mit. Und jetzt hier das zweite noch. Ich hoffe, ihr hattet jetzt mehr Glück. Was habt ihr gezogen? Einen. Ja! Den wollte ich unbedingt haben. Mein absoluter Lieblingsspieler. Danke, EA. Passt. Ich freue mich über so eine Goldcard. Ihr denkt zwischendurch, den bringe ich gar nicht mehr. Mein Team unterweile schon so krasse Team habt. Aber bei mir, Road to Glory, zeige ich gleich noch mein Team. Passt der jetzt perfekt rein. Das freut mich mega. Big Win und ich hoffe, ihr hattet jetzt auch so viel Glück. Und dann gehe ich gleich in das Basic Icon Pack rein. Irgendein Holländer, whatever, würde ich nehmen. Ansonsten, Hauptsache, Spieler wäre nice. Franzose, ZOM. Boah, der ist auch gut, oder? Hey, ist ein Win, oder? Sagen wir mal ehrlich, das ist ein Win, oder? Der war die letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr stark. Ich glaube, die Karte ist gut. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, ob die Idee dieses Jahr in die Meta passt. Aber wenn ich mir das so anschaue, Loro Blanc. 85er Rating. Gab es mal einen FIFA, da war der absolut im Hype. Schauen wir mal, was der kostet. Ach, krass. Also da fahre ich gerne öfter in den Urlaub, wenn dann EA so mit solchen Packs hier um die Ecke kommt. Loro Blanc, zack. 330, 300.000. Das ganze Ding habe ich for free gemacht in meinen Untrades. Ist ein Win. Nehme ich mit. Okay, jetzt zu den wichtigen Themen. Was könnt ihr nachkaufen? Ich gehe derzeit dadurch, dass Futter, ihr seht es ja hier, die 86er sind so bei 15k, die werden eigentlich so bei 11, 12k wieder interessant werden, sollten sie runtergehen. Ich gehe mal davon aus, habe ich vorher mit Mana auch nochmal gesprochen, Grüße MTV, dass Donnerstag womöglich viele noch Untrade-Packs nehmen, um die Icon SPC abzuschließen. Ich will darauf allerdings nicht spekulieren. Wenn die 86er wieder bei 11, 12k sind, nehme ich sie wieder auf meine Liste. Ansonsten könntest du natürlich jetzt hergehen, so Mares, Dybala, whatever. Coman, die sind natürlich sehr, sehr spielbar. Oder auch ein Bruno Fernandes, kaufst du mit dem perfekten Chemistry-Style, also Bruno Fernandes mit Shadow und das ZM oder Coman als linke Flügel mit Hunter auf die Liste für 21k. Mei, selbst wenn die mal 2k oder 3k fallen, bist immer noch schön UV, sehr, sehr beliebte Karten. Kannst machen. Ich lasse von den Karten erstmal die Finger weg, genauso wie von den 85ern. Die werden wieder interessant, wenn sie so bei 7k sind oder gerne auch noch ein Tick günstiger. Dann packe ich mir die wieder drauf. So ein Jordi Alba, der verkauft sie immer schön für 12,5 mit einem Shadow oder ein Gnabry mit einem Hunter, auch interessant. Aber 84er, wie gesagt, das zeige ich euch gleich, was ich eingekauft habe. Die sollten nicht
Das solltet ihr nicht geizig sein. Packt euch die auf die Liste. Packt euch mit den 84ern gern die Liste komplett voll. Nehmt noch ein paar spielbare, weniger rated Karten mit, wie ein Rashford etc. Auch hier so 87er, so Spezialkarte, einen schick. Kann man sich mal drauflatschen, aber ging bei mir gar nicht mehr der Schick. Ja, wenn die wieder so 17, am Samstag habe ich einen, oder am Freitag war es, einen Robertson für 14,5 bekommen. Da würde ich auch noch warten. Und bei den Karten, ja, klar, langfristig gesehen werden die alle irgendwann steigen. Aber jetzt aktuell unter der Woche geht es ja eh nicht so krass mit dem Low-Budget-TV. Packt euch die 84er drauf, packt euch noch ein paar Spezialkarten drauf. Bis 13k, da habe ich noch eine extra Liste vorbereitet. Auch mit den Hero-Karten, die bei mir so gut gehen, poste ich euch dann wieder. Also hier seht ihr, da habe ich euch gerade gezeigt, so ein Frimpong für 19k als rechter Verteidiger. Muriel mit einem Hunter, Martinelli, Bruno Guimarães. Dann auch diese Rule-Breaker-Karten, die drin sind. Die kann man sich bedenkenlos auf die Liste packen. Werde ich euch auch nochmal hier auf meinem, also das ist noch die Olper-Hütte. Da war es sehr, sehr schön. Kann ich nur jedem empfehlen, in Österreich, im Zillertal, in Tirol. Aber ich packe euch dann die Liste wieder auf meinen Twitter-Account. Da poste ich übrigens auch immer meine Verkäufe oder irgendwelche anderen Dinge, die wichtig sein könnten fürs Trading. Die gerne da auschecken, mal vorbeikommen, poste ich euch später noch die beiden Listen. Die eine Spezialkartenliste und die 84er, die bei mir gut gehen. Wir kriegen am Mittwoch ein neues Team of the Week. Ja, Sané, Silas, klar, sage ich, Groß, Lautaro. Würde man sich schon cool finden, die Karten im Team zu haben oder als Red Picks. Aber sagen wir mal ehrlich, so ganz umhauen tut es mir jetzt nicht. Diese Dampflok, die das Team carried, wo man sagt, hey, die will ich unbedingt haben, die fehlt dieses Wochenende ein bisschen. Vielleicht kommt ja noch einer dazu, überraschenderweise von hier, weiß man nicht. Das ist eine Prediction vom Daredevil und vom Simply Blue. Grüße gehen da raus, ich muss mich erst wieder akklimatisieren, ich war jetzt im Ausland, Deutsch sitzt noch nicht so ganz, sorry Freunde, ich war in Österreich, da haben alle so gesprochen, wie ich konnte alle verstehen, tatsächlich, auch wenn sie einen starken Akzent hatten. Und jetzt nochmal rüber auf die Konsole zu meinem Team, wie es aktuell läuft, Trade to Glory, ihr wisst es, ich baue pro Weekend League immer nur zwei Karten ein, und hier ist mein Team, rechts vorne ist noch Anthony. Und da werde ich mir, vielleicht kriege ich jetzt einen Frankie de Jong irgendwie rein, nur ich habe gerade einen Depay in die SPC aufgegeben von dem Icon-Ding. Aber wobei, ich kann ja Depay und Blanc nehmen, zack, und dann kann ich mir den Zakaria noch weg und kann immer zwei kaufen bringen. Oh, sehr, sehr geil, also hat jetzt ein Upgrade bekommen, ne? Zakaria muss jetzt leider raus, gutes Team finde ich, durch die Untrades, jetzt sehr, sehr geil, bin ich mega überrascht. Danke EA und ich habe noch was vorbereitet für euch. Für diejenigen, die jetzt noch dran sind, ich grüße die Masterclass und die OGs. Das ist immer so, mal schauen, wie viele bis zum Schluss immer wieder dabei bleiben, denn ich habe die Karten, die ich euch gerade empfohlen habe, über Footpin auch schon mal nachgekauft. Und ihr seht, das sind alles 84er. Das sind auch alle, jede einzelne Karte, die ich euch jetzt vorstelle, ist gleichzeitig ein Sniping-Filter. Ja, ein Havertz als Stürmer mit dem Hunter, da ist bis 4k fast nie einer drauf. Den könnt ihr für 6, 2, 7, 2, 8, 2 immer wieder verkaufen, schön aus Zahlendreher. Versucht die Karten so günstig wie möglich. Wenn du jetzt einen Havertz, der ist beim Markt jetzt so bei 3k, sage ich jetzt mal, wenn du den immer für 3, 5, 4k gesniped kriegst, für 5k ist der wahrscheinlich fast sehr, sehr instant innerhalb von 1, 2, 3 Runden immer raus. Also da könnt ihr euch wirklich jede Karte, so wie ihr sie jetzt hier seht, ich habe sie bewusst perfekt für euch vorbereitet. Die eine oder andere Karte habe ich ein bisschen teurer gekauft, weil ich es euch eigentlich nur zeigen wollte, wie sie aussehen sollten, die Karten. Versucht die wirklich immer so nah wie möglich am Marktwert zu generieren. Tonali mit dem Shadow, dann Bellingham links Mittelfeld. So wirklich Tech-Avio perfektioniert im Low-Budget-Bereich. Ihr sichert mit diesen 84ern. Zugleich habt ihr geile Karten auf der Liste. Auf der anderen Seite sichert ihr euch ab, wenn eine geile SPC kommt, die 84er benötigt werden. Dann geht die eure Liste auch steil. Dann wird es mit Nachkaufen wieder schwierig und tricky. Aber dafür bin ich da, dafür wird es weitere Videos geben. Und da seht ihr auch einen Kanal. Da ist jetzt der Chemist, ist halt nicht so wichtig, aber Position Change ZM. Carvajal reicht auch einfach nur ein Shadow. Dann Sancho, absolute Cash-Cow, Rechtsflügel mit dem Hunter. Diaby, links Mittelfeld mit dem Deadeye. Insigne wäre mit dem Hunter noch ein Tick besser, aber der habe ich partout nicht bekommen. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Dann einen Alejandro Gomez, linker Flügel mit dem Hunter. Sané, linker Flügel mit dem Hunter. Auch Team of the Week gefährdet. Leao, absolut sehr, sehr geil. Links Mittelfeld mit dem Hunter. Auch einen Ben Yedder mit dem Hunter. Den hatte ich allerdings noch auf der Liste gehabt. Der hat sich nicht verkauft gehabt. Also den gehen wir auschecken. Castells mit dem Glove, genauso wie Handanovic. Dann ein Berardi, rechts Flügel. Mit irgendeinem Chemistry Style brauchst du in Wirklichkeit keinen. Dann einen Mount, gern aus rechts Flügel mit dem Hunter, Grealish mit dem Hunter. Diaz könnte noch ein bisschen fallen, aber die Karte ist so verdammt gut. Ich habe einen leichten Sonnenbrand, seht ihr da gerade. Diaz ist da wirklich sehr, sehr gut. Könnte allerdings noch 2-3k günstiger werden. Lucas Hernandez, absolute Cash, wenn ihr den so kriegt, roundabout Marktwert.
bitte bietet den nicht zu günstig an. Dann einen Chiesa auch. Ein Rashford ist eigentlich der einzige auf dieser Liste, der ein bisschen weniger Rating hat, der kein 84er Rating hat, weil er einfach so gut geht. Immer für 5-2 gibt er mir raus. Und einen Odegaard ZM mit dem Hunter auch wieder günstig. 2-7, gerne 6, 2-7-2. Versucht es bei den Preisen, weil die Frage immer wieder kommt. So zahlen wir zu bauen, kostet eine Karte 2500, bietet es an für 5200 oder 4200. Unter der Woche immer ein bisschen weniger Aufschläge machen, weil da natürlich UV dann nicht so krass geht wie am Wochenende. Also versucht es auch mal so 1-2K happy zu sein mit den 84ern. Oder ihr sagt, so machen es auch viele, scheiß drauf, ich bleib bei meinen, ich bleib bei meinen Aufschlägen und zieh's durch. Wenn sich was verkauft, habe ich zumindest die Coins. Wenn sich nichts verkauft, dann halte ich es auch mal aus, dass unter der Woche nicht so gut läuft. Muss allerdings nicht sein. Baut's Zahlendreher, 5-2 zu 2-5, 6-2. Zu 2-6, 6-3 zu 3-6, 7-3 zu 3-6. Also auch immer mal auf abrunden. Wenn ihr zu speziellen Preisen, wenn ihr eine Karte habt, sagt einfach, hey, SwPix, Lucas Hernandez, linker Verteidiger Shadow, wie würdest du den anbieten? Packt es in die Kommentare. Morgen beantworte ich alle Kommentare spätestens, verspreche ich euch. Ansonsten bin ich morgen um 16.14 Uhr wieder live. Wir machen ein Vorprogramm zum Listen-Update. Kommt da gerne vorbei. Mein Comeback-Stream. Würde mich freuen, wenn ihr da am Start seid. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß beim DFB-Pokal. Peace out.